Liebe Zuschauer, willkommen zu unserem heutigen Medienkommentar. Während der Westen die Untersuchungen zum Absturz der malaysischen Passagiermaschine MH17 in der Ukraine im Juli 2014 weiter in die Länge zieht und einen Abschlussbericht erst im Sommer 2015 vorlegen möchte, legt Russland neues Untersuchungsmaterial vor. Dabei handelt es sich um Aufnahmen, die entweder von einem US-amerikanischen oder britischen Satelliten stammen und die letzten Sekunden des malaysischen Boeing-Fluges über die Ukraine am 17. Juli 2014 dokumentieren. Die Bilder sprechen klar für die Version, die in den westlichen Medien fast nicht thematisiert wurde: der gezielte Abschuss der MH17 durch einen ukrainischen Kampfjet. Kurz vor dem G20-Gipfel im australischen Brisbane wurden Russland diese hochauflösenden und sehr präzisen Satellitenbilder zugeleitet. In diesem Zusammenhang ist der ignorante Gleichklang westlicher Staatsführer umso erstaunlicher, in welchem Russlands Präsident Putin auf dem G20-Gipfel beschuldigt und regelrecht beleidigt wurde. Bereits im Vorfeld zu diesem Wirtschaftsgipfel prahlte Australiens Premier Tony Abbott, er wolle sich Wladimir Putin zur Brust nehmen, weil Russland zu wenig tue, um den Absturz des Malaysia Airline-Fluges MH17 aufzuklären. US-Präsident Obama bezeichnete die russische Ukraine-Politik als eine Gefahr für die Welt, was man bereits beim Abschuss der Boeing gesehen habe. Damit gab Obama zu verstehen, dass die USA weiterhin Russland für den Absturz der Passagiermaschine verantwortlich machen und keine andere Version akzeptieren wollen, sei sie auch noch so stichhaltig. Ein solch stichhaltiger Beweis wäre vor allem die Veröffentlichung der Funksprüche auf den Flugschreibern der MH17 gewesen. Diese werden aber bis heute eigenartigerweise unter Verschluss gehalten, und das sagt eigentlich schon alles. Umso wichtiger scheinen daher nun die aktuell ans Licht der Öffentlichkeit gekommenen Satellitenaufnahmen. Die Auswertung dieser Aufnahmen bestätigen den Ursachenbericht des russischen Ingenieurbundes, der bereits im August 2014, das heißt wenige Wochen nach dem Absturz, veröffentlicht wurde. Der Bericht kommt in deutlicher Beweisführung zu dem Schluss, dass der Abschuss nicht mittels Boden-Luft-Raketen durch sogenannte pro-russische Separatisten geschehen sein kann. Der Abschuss sei vielmehr durch einen Kampfjet erfolgt und in zwei Phasen abgelaufen. Dies deckt sich übrigens mit Augenzeugenberichten. Zuerst sei das Cockpit der MH17 mit einer Bordkanone eines Kampfjets unter Beschuss genommen und damit die Besatzung samt Funkkontakt ausgeschaltet worden. Danach habe ein gezielter Beschuss mit einer Bordrakete ins rechte Triebwerk des malaysischen Airliners den Absturz herbeigeführt. Das sei das klassische Angriffsmuster für den Abschuss einer Verkehrsmaschine durch einen Kampfjet. Von den westlichen Regierungen werden diese neu aufgetauchten Satellitenbilder kurzerhand ignoriert. Und ohne nun die Absturzursachen eindeutig geklärt zu haben, wird von ihnen bis heute Präsident Putin und damit Russland die Schuld für die Flugzeugkatastrophe in die Schuhe geschoben. Und diese Mutmaßungen seien zudem Grund genug für eine internationale Isolation Russlands bis hin zu einem möglichen militärischen Vorgehen. Liebe Zuschauer, bilden Sie sich zu dieser westlichen Friedenspolitik Ihre eigene Meinung. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf ein Wiedersehen bei klar.tv. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu unserem heutigen Medienkommentar. Bereits seit über 3 Wochen befinden sich die von der Donetsker Volkswehr ausgehändigten Flugschreiber der in der Ostukraine abgestürzten malaysischen Passagiermaschine nun in der Hand internationaler Experten. Obwohl diese zu den wichtigsten Beweismitteln zählenden Aufzeichnungsgeräte unbeschädigt sind und offensichtlich auch nicht nachträglich manipuliert wurden, erhielt die Öffentlichkeit bisher keinerlei Untersuchungsergebnisse. Dies ist nicht nur merkwürdig, sondern mittlerweile extrem auffällig, denn damit wird Tag für Tag deutlicher, dass die genaue Ursache des Absturzes von MH17 offenbar gar nicht aufgeklärt, sondern bewusst vertuscht werden soll. Auch auf die 10 kritischen Fragen der russischen Regierung zu den Ungereimtheiten des Flugzeugabsturzes, die Sie in unserer klar.tv-Sendung vom 23. Juli finden können, blieb der Westen, namentlich die US-Regierung,
bis heute jede Antwort schuldig. Der Umstand, dass wir gar nichts hören, lässt vermuten, dass der Flugschreiber genau das belegt, was mittlerweile als höchstwahrscheinlich gilt, nämlich ein Abschuss durch ukrainische Kampfjets. Möglicherweise sind auf dem Flugschreiber die angsterfüllten Notrufe der Cockpit-Besatzung, vielleicht deren Todesschrei zu hören. Wenn Experten und höchste Regierungskreise jedoch schweigen, wird es Zeit, von anderer Seite Licht in die Frage zu bringen, wer oder was ist wirklich verantwortlich für den Absturz von MH17 und den Tod von 300 Zivilisten. Hier einige Hintergrundinformationen, die in der öffentlichen Berichterstattung bisher weitgehend verschwiegen wurden. Ein OSZE-Untersuchungsteam stellte bereits fest, dass Teile des Rumpfes der MH17 mit Löchern übersät sind, die nur von Geschossen aus größeren Maschinengewehren stammen können. Der ukrainische Kampfjet Su-25 verfügt über eine entsprechende bordeigene Schnellfeuerkanone. Typische Beschädigungen sind auch von malaysischen Flugsicherheitsexperten festgestellt worden. Einschüsse in das Cockpit, die sich an dem Wrackteil genau nachvollziehen lassen, sind sehr wahrscheinlich auf dem Flugschreiber zu hören. Das Untersuchungsteam der OSZE hat hingegen keine Beweise dafür gefunden, dass die Maschine mit einer auf dem Boden gezündeten Luftabwehrrakete abgeschossen wurde, wie es das Weiße Haus in offiziellen Erklärungen behauptet hatte. Doch was könnte ukrainische Kampfjetpiloten dazu bringen, dem wahnsinnigen Befehl zum Abschuss einer ausländischen Passagiermaschine tatsächlich Folge zu leisten? Laut dem russischen Fernsehsender Russia Today, der sich auf die russische Nachrichtenagentur Interfax beruft, hätte der Angriff auf MH17 eigentlich der Regierungsmaschine von Wladimir Putin gegolten. Der russische Präsident befand sich am 17. Juli auf dem Rückflug vom BRICS-Treffen in Brasilien und soll die Route von MH17 kurz vor 17 Uhr, also rund 20 Minuten vor dem Absturz der malaysischen Maschine, in einer Höhe von 10.100 Metern nahe Warschau gekreuzt haben. Da die Regierungsmaschine Putins eine ganz ähnliche Form und Lackierung wie die malaysische Airline in den Farben Weiß, Blau, Rot hat, könnten die ausführenden ukrainischen Kampfjetpiloten demnach Befehl erhalten haben, die malaysische Passagiermaschine anzugreifen und gleichzeitig der Annahme sein, es handle sich um die Regierungsmaschine Putins. Weshalb aber trifft es ausgerechnet und wiederholt die kleine malaysische Airline, die nur über wenige Großraumflugzeuge verfügt? Ein malaysisches Gerichtsurteil aus dem Jahr 2012 lässt aufhorchen. Darin werden Tony Blair, der ehemalige britische Premierminister, und George Bush, ehemaliger US-Präsident, in deren Abwesenheit als Kriegsverbrecher aufgrund der gefälschten Beweise für einen Kriegseinsatz gegen den Irak im Jahr 2003 verurteilt. Das Kriegsverbrechertribunal von Kuala Lumpur war auf Initiative des früheren Ministerpräsidenten von Malaysia entstanden. Im Jahr 2013 verurteilte dasselbe Tribunal Bush und 7 weitere Personen aus seiner Regierung zudem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nachdem hochrangige UN-Beamte die Zeugenberichte von ehemaligen Gefangenen im Irak und in Guantanamo bestätigt hatten. Malaysia hat sich übrigens gegenüber der Spitze des westlichen Machtblocks, den USA, nicht nur einmal schlecht benommen. Auch mit der Einführung einer eigenen edelmetallgedeckten und dollarunabhängigen Währung im Jahr 2010 hatte man sich bereits den grundlegenden Spielregeln der westlichen Finanzelite widersetzt. Natürlich sind diese Hintergrundinformationen letztlich keine Beweise, wohl aber wichtige Hinweise darauf, dass es sich bei dem Absturz von MH17 und dem ominösen Verschwinden von MH370 bereits im März 2014 durchaus nicht um einen Zufall gehandelt haben könnte, sondern eher um eine gezielt geplante Reaktion und Einschüchterung. Wenn innerhalb weniger Monate ein und dieselbe Airline, die staatliche Malaysian Air, getroffen wird, gilt es unbedingt, die Hintergründe genauestens zu untersuchen. Insbesondere eine unverzügliche und lückenlose Auswertung der Flugschreiber unter
den Augen unabhängiger internationaler Experten hätte durchgeführt werden müssen. Da dies aber nicht geschieht, bleibt der Absturz von MH17, eine Boeing 777, am 17.07., kurz nach 17.17 Uhr, bis heute eine tragische Katastrophe, welche die Massenmedien weiter dazu nutzen, um sie den sogenannten prorussischen Separatisten und letztlich Wladimir Putin in die Schuhe zu schieben und diese als die eigentliche Gefahr hinzustellen. Bitte helfen Sie daher mit, die wahren Kriegstreiber und Terrorkommandos aufzudecken, indem Sie diese Sendung weiterverbreiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr waches Mitdenken. Ich begrüße Sie bei Klagemauer TV im Studio Bern mit dem Zitat von Friedensforscher und Historiker Dr. Daniele Ganser. Die Verbindung Öl, Gas und NATO ist im Ukraine-Konflikt in Reinkultur zu beobachten. Es ist nicht im Interesse der USA, dass die EU und Russland zusammenarbeiten und einen großen Wirtschaftsraum aufbauen, der auch noch über die größten Öl- und Gasreserven verfügt. Deshalb spielen die USA nach dem alten System von Teile und Herrsche die verschiedenen Länder in Europa gegeneinander aus. Und es gelingt ihnen sehr gut. Im Moment spielt man Deutschland gegen Russland aus. Wie es das Sprichwort sagt, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, in diesem Fall Amerika. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, lassen Sie sich weiterhin hinter die Kulissen der Mainstream-Medien führen und schalten Sie morgen wieder zu uns. Guten Abend.